Dafür haben wir fast kein Zucker mehr. Roggen, also Kaviar. Räucherrippchen von Rost. Ja, Salz und Gewürze haben wir genug. Panierte Jase. Also Gletscherjase in Öl und Salz mit Rümsjodder. Und sehr und unglaubliche Nahrung. Bankett des Captains, Krustenschwertfisch. Nicht wirklich was, wofür man Talleib braucht. Die lügen voll. Aber ja, jetzt sollte die Moral wieder hochgehen. Während wir im Schmelztiegel wieder auf die Nase kriegen. Dumm, die dumm. Gut. Finger der Königin. Das ist ein Bug. Der Wettbewerb des Überlebenden dürfte da eigentlich gar nicht mehr drin vorkommen. Also, erlebe die Plünderung des Grabes von Vator Kaschoveda, wo die ursprünglichen Diebe auf der Suche nach den Reichtümern in diesem mit Fallen bespielten Haus leben und Vernichtung fanden, wirst du bei dieser Nachstellung des Schmelztiegels dieser tödlichen, fehlgeschlagenen Schatzsuche vielleicht mehr Erfolg haben. Okay. Xaube-Koniken. Während der törichte Xaube alleine jagt, ziehen erfolgreiche Schwärme Jungdrachen von klein auf groß und richten ihre Reptilienverwandten so ab, dass ihre Xaureperren mit kaltblütiger Entschlossenheit verteidigen. Dieser Kampf zeigt, die Jagdgesellschaft besteht aus Xaurebs und Jungdrachen, die vor der Ankunft der Huana über diese Insel pirschte. Wäre die Geschichte anders verlaufen, würden die Xaurebs diese Insel noch immer halten und der Schmelztiegel wäre möglicherweise niemals errichtet worden. Dunkle Behaarigkeit. Bereite dich auf einen Feind vor, der seine Stärke aus seinem eigenen Niederlagen bezieht. Erlebe den Niedergang von Jeon do Aldres wieder, einer ehrgeizigen Sängerin, die bei dem Versuch zunehmend herausragende Gegner zu beschwören und sich mit ihnen zu messen eine Gruppe von Sparingspartnern heraufbeschwor, die weit härter waren, als sie erwartet hatte. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal Xaurips. Set arrow to bow. Cold-blooded predators stalked the kith. Today, you are again the quarry. Lange vor der erste Jäger seinen ersten Pfeil auf den Bogen spannte, machten kaltblütige Raubtiere Jagd auf die Gestandenen. Heute bist du wieder Beute. Luck is for the weak. May the most savage win. Das Glück ist mit den Schwachen. Möge der Gnadenloseste gewinnen. Dragons go to hell. Sogar Drachen kommen in die Hölle. Ja gut, Xoti.
Scharmützler, noch mehr Scharmützler. Ist die Frage, brauche ich Sicht? Ja, brauche ich. Aber der kann mich durch die Wand sehen. Okay. Das kann er mich aber nur hören. Hey. So, fangen wir mal damit an. So, du schreist mal. Du buffst. Wir buffen auch hier. Okay, Hag, die Hälfte der Leute ist gefiert wegen dem Altdrachen. Das ist nicht so schön. Aloch wird umfallen. Das kann ich fast eigentlich gar nicht verhindern. Okay, eine Heilung auf ihn. Du könntest Alof wiederbeleben. Problem ist, es stehen einfach noch zu viele Xaurims. Ich habe mit dem Meteor leider nicht genug Schaden gemacht. Ich muss Alof wirklich erst eine Steinhaut casten lassen und dann eine Meteor. Oder eine Eisenhaut. Steinhaut ist ja ein anderes Spiel. Und dann, also den Kampf beginnen lassen. Dann ein Meteor, dann Steinhaut, dann Meteor oder Eisenhaut. I would have said no to a Drake skin belt. My eyes be open. I can't see you, you sneaky bastard. Aye. Ich kann leider auch nicht den Feuerball. How may I help? I shall deal with this one. So, erst das. Alof, ne. Eisenhaut.
Können die Bogenschützen durchfeuern? Scheinbar können sie es. So, du. Mach mal den geringen Avatar. Brüll mal. This is futile. Damn it. Du heilst dich, du belebst Fenrir wieder. Ich wünschte, ich könnte den Drachen übernehmen. Kann ich auch. Ja? Mist. Okay, auch wenn der Drache auf meiner Seite ist, sollte ich nicht zu nah ans Feuer gehen. Da greift er mich wieder an. Die Idee, den Drachen zu übernehmen, hätte ich früher haben sollen. Naja, das Hauptproblem ist der Drache. Der macht nämlich AOE. Und AOE tut weh. Even dragons go to hell. Huh. I can't see you, you sneaky bastard. Happy to. I hear you. How may I help? I'm here. Oi? Need something? Yes? Something's not right. What? Verteilen wir uns mal ein bisschen. I hear you. Can't move. No. So, alle auf Fernkämpfer wegmachen. Seraphine, übernimm den da mal. Warum hat Xoti ihre... Ach so, immer noch von dem Kampf gegen den Kroko. Bist du gelähmt? Ja, bewegungsunfähig. Nee, der Plan war beschissen.
Und ja, ich sollte Xodia auch wieder in den Nahkampf stellen. Könnte helfen. Und wieder mehr Zauber benutzen natürlich.